Ich habe jetzt die Kiste da reingestellt mit dem Gras. Und die wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. So gar nicht. Die kann man nicht essen, nur den Inhalt. Normalerweise kippe ich denen das immer so hin. Aber mit der Kiste ist nicht deren Liebling. Ja, aber er ist schlau. Tada, wir haben einen Gewinner. Du guckst doof, das ist alles. Potato brummelt und ist nicht damit einverstanden. Oh! Guck mal. Spot macht es sich ganz einfach, wie im Schlaraffenland, und setzt sich da rein. Es ist natürlich auch eine Art, würde ich sagen. Das ist doch normalerweise dein Ding, sich mitten reinsetzen. Warum machst du denn das nicht, hä? Riecht es jetzt noch nicht mehr? Und Salt ist sichtlich verwirrt. Salt ist so, ja, aber hier liegt doch Gras. Normalerweise liegt das woanders und das verstehe ich überhaupt nicht. Und was macht dieses Ungetüm in meinem Gras? Deshalb verstehe ich auch nicht. Ja. Spot, lass dich nicht beirren. Alles ist gut. Das ist eine leuchtende Lichtgestalt. Super witzig. Salt ist sehr, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Nein, das ist nicht für mich. Was ist los? Hey, Crumble! Dass du nicht draußen bist, wundert mich ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist auf der Linse. So, hoffentlich jetzt wieder besser. Oh nein, sie sehen immer noch doof und überbelichtet aus. Ah. Salt, so, raus da. Ich sag, ey, gib mir noch mal was ab, Mann. Salt, so, ey, hast du schon mal was von Teamwork gehört? Wenn du da drin gibst, dann gib mal wenigstens was raus, ey. Es tut mir voll leid. Spot ist so, nö, ist alles meins. Geht weg. Hier begnüge ich mich halt mit den Resten. Jetzt ernsthaft, Spot, gib mal was her. Was soll denn das? Er lässt sich auch nicht beirren. Ja, Salt, da hast du deinen Endgegner gefunden. Das stört ihn überhaupt nicht. Muss ich erstmal kratzen, wa? Ja, was? Oh nein, der Typ mit der komischen Kamera ist wieder da. Dann komme ich nicht nach draußen. Nein, das mache ich nicht. Na los, komm. Marshmallow. Trau dich auch mit dran. Salt ist der Wahnsinn. Spot hat als einziges gecheckt, dass man sich auch reinsetzen kann. Und die anderen sind so... nee. Was? War das zu nah an dem Hintern? Aha, guck mal. Ist wohl sehr rutschig, wa? Es ist nicht euer Ding. Aber jetzt hat's gefunktioniert. Geschafft und funktioniert gleichzeitig, sagen. Super Salt. Und du bist noch weiter sehr unentschlossen. Das ist okay. Ja, und jetzt hat's es raus. Tada! Daumen rauf für Salt. Salt ist toll. Und Marshmallow fürs Versuchen. Und da wir ja schon festgestellt haben, dass wir einen eigenen Garten haben, in dem wir Sachen für die Meerschweinchen anpflanzen können, siehe das Gras. Und falls ihr das noch nicht wusstet, guckt das neueste Video auf meinem Kanal, denn da werde ich nämlich ganz viel darüber reden. Und wie ich einen Hubschrauber von nächster Nähe gesehen habe und warum mich eine Waschmaschine angegriffen hat. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und dort habe ich dieses Gewächs gefunden zwischen meinen anderen Gewächsen, aber ich wusste halt nicht, was es ist. Und dank einer Pflanzen-App und dem Internet haben wir herausgefunden, das kann man sogar essen. Das ist jetzt nur nicht so mein Ding, das habe ich geguckt, kann man es den Meerschweinchen geben. Und siehe da, das Internet hatte eine Antwort. So, da wir jetzt herausgefunden haben, dass das hier Portulak ist und ich habe gerade im Internet nachgeguckt, die Meerschweinchen dürfen das essen und die stehen da wohl auch angeblich total drauf, was ich jetzt noch herauszufinden gilt. Du darfst das essen. Das ist ganz neu.
Das soll super, super gut für euch sein, tatsächlich. Den guten Appetit. Soll like. Ja, was ist los? Willst du nichts Neues probieren oder so? Habe ich zu viel da? Naja, die anderen fressen es auf jeden Fall. Dann guten Hunger. Ich habe immer noch keine Ahnung, woher das kam. Aber jetzt fressen sie es. Dann ist das halt so. Nom, 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 nom.